Hier rechts rum vielleicht. Ach, stimmt, 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 stimmt. Ich bin ja auch doof. Ich war so darauf fixiert, da an dem Haus oben was zu finden. Dann habe ich ganz vergessen, dass da so ein Ding in der Pampe da drin hängt. Ach Gott. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. Jetzt komme ich da noch nicht mal hoch. Da drüben. Und da liegen auch 30, genau. Mann, 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 Julia. So. Dann können wir jetzt endlich gegen Nasty Nog kämpfen. Und ich weiß immer noch nicht, warum das da oben so fast schon wie so ein Leuchtturm ist. Vielleicht, weil es ein Hafen ist, aber es sieht halt voll nicht wie ein Leuchtturm aus. Und wir haben da oben ist... Moment. Ich bin ja auch dumm. Das kommt gar nicht von da. Der Leuchtturm macht das wirklich. Und dann habe ich nichts gesagt. Wir gehen nach Hause, komm. Ist, glaube ich, besser so. ...11.425. So eine krumme Zahl. Na, noch krummer wäre 27 oder so, aber... Das ist schon... So. The next mouse is open. So viele Zehner. Und ein 25er war noch dabei. Und wir haben alle Edelsteinchen. Gut. Gibt noch keinen neuen Dings. Bums. So, dann Nasty Nog. Ich glaube, wir sammeln erstmal alle Edelsteinchen ein. Und hoffen, dass wir nicht von ihm getroffen werden. 11.500. Es fehlen uns nur noch 500 Edelsteine, dann haben wir 12.000 Edelsteine. Und dann fehlen uns nur noch 2.000, die wir in den anderen Level da bekommen. Das ist schön. Oh, ich freue mich schon so. Ja, Spyro übertreibt wieder. Dezent. Musik. Hat leider auch nicht so viel Puffe. Original hat mehr Puppe gehabt. Das war so richtig so. Der war schießwütig, der Kerl. Und er schreit auch wie ein Bekloppter. So, erstmal Edelsteine sammeln hier. Hier können wir ja nicht getroffen werden. Sehr dunkel hier. Okay. Entschuldigung. Ich will dich doch gar nicht stören, Mann. Gab es die Abkürzung schon immer? Der hat aber... Das ist ganz schön schnell. Yes! Wir haben den Schlüssel. Wunderbärchen. So, jetzt weiß ich nicht, welche Tür ist als die hier. Ja. Erst Edelsteine einsammeln. Weil die ignorieren. Die lenken einen immer ab. Irgendwie vom Jagen. Was ist das? Warum ist hier eine Holzwand? Macht nichts. Na gut. Die lenken einen immer ab, weil dann will man doch noch da mal ein bisschen lang... Düsen und ein paar Edelsteine einsammeln, aber das entfernt einen. Was war das denn? Gut, ist mir egal, aber ist jetzt schon Nasty Nog dran? Ich glaube schon, ne? Tatsächlich. Geh mal bitte, danke.
Was wollte ich sagen? Ach genau, wenn man dann zwischendurch noch Edelsteine einsammelt, dann entfernt man sich halt noch mehr von dem Eierdieb, beziehungsweise dem Schlüsseldieb. Hier waren, glaube ich, keine versteckt irgendwo am Boden, sondern die lagen alle auf dem Weg. Auch ein schönes Lämpchen hier. Aber hier sind überall so Lämpchen, ne? Aber das gefällt mir. Die sehen ein bisschen aus wie die Lämpchen bei den, in Horikus. So sahen die ein bisschen aus. Fünfer. So viele Fünfer, ey. Da liegen noch ein paar. Ist runtergefallen. Ich habe gleich echt keinen Bock auf dieses Zeitgezumpel, wo sich die Böden da in die Wand reinziehen. So. 375 hört sich gut an. Ich glaube, der lässt am Ende nochmal 25 fallen. Nur mal gucken, ob wir ihn jetzt kriegen. Ich glaube, man muss ihn nur einmal abfackeln da auf der Plattform, ne? Wir sind viel zu weit weg. Doch! 1,25er haben wir. Lässt er dann doch noch. Achso, scheiße, ich sollte mich mal vielleicht beeilen hier. Tut mir leid, wenn ich jetzt leise bin. Das ging aber ganz gut hier eigentlich. Nein! Hast du mich getroffen? Oder bin ich nur in dich reingelaufen? Du bist Toast, Nock. Ja, ich hab den noch bekommen. Oh, Gottes Willen. Es tut mir ehrlich leid. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Nasty Gnork. Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung in Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Diese Endsequenz hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil das Schaf die ganze Zeit so hartnäckig war. Gut, ich denke mal, das wird... Nee, ich glaube doch nicht. Ich glaube, das ist immer ein anderer Abspann. Aber hier werden jetzt auch die Drachen gezeigt. Ich werde trotzdem schon mal mein Bla dazu abgeben. Ich fand diesen Teil sehr, sehr gut. Also, ich weiß nicht, wenn man das jetzt mit der Crash-Trilogie-Dingenskirchen, die da rausgekommen ist, vergleicht, finde ich, dass hier viel, viel mehr Liebe reingeflossen ist als bei Crash irgendwie. Also ich finde dieses Remake auf jeden Fall besser als das von Crash. Die Steuerung war auch gut, auch mir persönlich besser als im Original, weil die nicht so rutschig war. Ansonsten Grafik halt supi. Also kann man nichts zu sagen. Also ich finde das Spiel besser als das Original. Tatsächlich. Muss ich leider so sagen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Steuerung habe ich schon gesagt. Weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich das jedem empfehlen zu spielen, weil vor allem ist auch wie die Crash, die Remakes, die drei, recht günstig eigentlich. Ich glaube 34€ hat Spyro jetzt gekostet für drei Spiele. Das sind ein bisschen mehr als 11€ für ein Spiel, also da würde ich zuschlagen, ne?
jetzt hier irgendwie so Verkaufskram im Fernsehen. Kauft das, das ist super. Ja. Wir können uns gleich auf jeden Fall noch die Sachen angucken, die wir freigeschaltet haben von diesen Fertigkeitspunkten. Genau, da haben wir jetzt alle. Müssen wir alle haben. Dann holen wir uns noch die restlichen 2000 Edelsteine in dem Zusatzlevel und dann kümmern wir uns um die restlichen Trophäen, falls es da überhaupt noch welche gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir die nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was es da gibt. Ich hoffe, es gibt keine versteckten Trophäen noch, die ich noch brauche, weil dann müsste ich nachgucken. Das wäre blöd. Gut, Bildchen sind auch sehr süß. Da hat irgendjemand was kaputt gemacht. Und warum hat... Achso, das ist... Spyro hat da so komische weiße Vorderfüße-Pfoten. Aber das ist, glaube ich, weil die getöpfert haben oder sowas. Weil die sind nämlich beide so dreckig. So. Da... Warum ist er bei Carious Visions? Warum sind da drei Leute davon da? Warum macht der Dennis hier so einen Krach? Achso, genau, die Drachen. Finde ich auch sehr cool, dass sie den Sachen angezogen haben, weil im Original waren die alle, glaube ich, nackig. Und hier haben die halt so Berufe irgendwie gehabt. Also die sind passend zu den einzelnen Welten gewesen, so. Und man hat den, die waren halt richtig so einzigartig. Die anderen, da hat man sich schon gedacht, war das nicht der und der? Habe ich die nicht schon mal irgendwie befreit? Aber hier sahen halt wirklich alle total anders aus. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann natürlich auch die kleinen Animationen, die passieren, wenn man zum Beispiel nichts macht. Also wenn man den Controller weglegt und das Spyro dann mal niest oder so. Oder dass Sparks in die Kamera guckt. Das war auch sehr cool. So. Forge Studios. Was haben denn die alles für Leute mitgemacht, sag mal? Andrea Orioli. Finde ich jetzt auch ganz cool, dass... Ich glaube, auf jedem Bild war Spyro mit drauf, ne? Und die haben halt immer irgendwie was zusammen mit dem großen Drachen gemacht. Hier, bei dem einen hat er da irgendwie getöpfert oder was. Und hier war er jetzt am Malen. Ich habe die mir jetzt nicht so ganz genau angeguckt. Aber ist schon schön. Ach genau, musiktechnisch kann ich hier auch noch was erzählen. Ich sag mal, überwiegend sehr gut. Wobei ich doch sagen würde, dass wenn man jetzt alles miteinander... Es war jetzt kein Lied, wo ich mir gedacht habe, so, boah, das ist viel besser als das Original. Da würde ich dann doch lieber das Spiel mit dem Original-Soundtrack spielen. Hat man hier auch die Möglichkeit, zum Glück, im Gegensatz zu Crash. Nur wie gesagt, da hätte ich halt... Vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden, aber ich hätte gerne eine Taste gehabt, wo man sagen kann, ich möchte jetzt den anderen Soundtrack haben, dass man zum Beispiel auch besser die Unterschiede so kennt, dass das Spiel dann den neuen Soundtrack abspielt und dann, wenn man die Taste drückt, dann direkt in den anderen umswitcht irgendwie. Das wäre auch bestimmt nicht so schwierig gewesen, wenn man quasi den einen Soundtrack immer im Hintergrund mitlaufen lässt oder so und dann halt einfach mit einer Taste sagt, mach den anderen. Also, ich denke mal nicht, dass es da irgendwie Probleme gäbe, das zu programmieren. So. Squeeze Studios. Und es laggt ein bisschen. Ist das... Warum sitzt das Spyro am Smartphone? Und hat irgendein... Hat irgendein Getränk mit einem... Mit einem Einhorn in der Hand, was leuchtet und so einen runden Plastikstrohhalm hat. Süß.
Und der Drache da, der große, sehe ich gerade, der ist total zu tätowiert. Hat Tunnel in den Hörnern, wenn man das so nennen kann, und hat ein Septum. Das ist voll der Hipster-Drache. Okay, die sind da am Backen anscheinend. Eine Geburtstagstorte. Wird ja auch Sinn machen, denn Spyro hat ja 20-Jähriges gehabt, glaube ich. 20-Jähriges. Als es rausgekommen ist, das Spiel, glaube ich. Von daher auch eine sehr coole Idee. Und dann a very special thanks to Insomniac Games. Oh. Süß. So. And a super special shout out to all original Spyro the Dragon team members who contributed to the original 3 games. So, das mit der Musik konnte ich nicht mehr lesen. Ah, sehr schön. Ich hoffe, ich habe das eben richtig vorgelesen. Also, ich habe bestimmt wieder irgendwas falsch vorgelesen, egal. So, jetzt kommt, glaube ich, noch der ganze Kram von Activision. Ich melde mich einfach mal wieder zurück, wenn der Kram hier durch ist. Die Credits.